Hallo zusammen, herzlich willkommen hier wieder zurück bei den Wasteland Stories. Minjas, die flotte Lotte ist ja auch schon heiß zugange. Ja, du warst gerade so, als hättest du Hummeln im Hintern. Springball, ja, genau. Muss die Zeit nutzen, 4 Uhr früh. Wir müssen so anfangen, Sachen zu machen. Das heißt, ich werde jetzt mal spitzen. Nein, nein! Leider wird es also aber momentan nicht spannender, weil wir immer noch die blöde Mauer machen müssen, ne? Ja. Alter Vater, wieso hat es mir jetzt nichts abgezogen? Ich bin voll in die Spitzen gehupst. Du. Alter Flummi. Hast ziemlich viel Glück, schätze ich. Ah, da komme ich nicht hin. Ich wünsche mir so ein in die Hocke gehen wie bei Minecraft, weißt du, dass man nicht über die Kante hüpft. Ja, ja, genau, das habe ich auch schon mal gesagt. Das wäre so gut, wenn man das könnte, ne? Ich versuche mal von hier oben die Spätzchen zu reparieren. Das könnten wir auch mal einschmelzen. Wir haben leider ein bisschen Defizite beim Clay hier unten. Deswegen habe ich jetzt mal was reingeworfen. Und so ein bisschen Iron. Minja, sollen wir noch einen vierten Ofen machen? Mach doch, das hindert uns doch nicht. Irgendwie schon, ne? Hier wäre doch cool. Weißt du, pass mal auf, ich mache jetzt noch 3 so eine fetten Dinger dahin. Aber wie war das nochmal? Bello. Schaut, die Pipes. You are now level 38. Pipes. Warum kommen wir da nicht hin? Haben wir noch Pipes? Wo willst denn du hin? Ich verbessere gerade die Spitzen hier im Hof und so. Dass man, wird nur noch so viele Spitzen einstecken. Um genau zu sein, Spikes. Jetzt 60 Pipes. Ach komm, was soll's. Ach ja. Also ich komme immer 3 Felder tief, komme ich ran von der Mauer aus. Mhm. Das, wir müssten, also ich habe, wir hatten eine 3er Hochmauer, ne, bei uns. Die kommen da hoch. Wie? Also 3 Felder hoch, die kommen da hoch, Minjas. Wie können die 3 zum Felder Beispiel, hochkommen? Zum Beispiel über die Spikes oder die Spitzen, also über die Fetten, die schaffen das. Also man muss, wie wir haben backen auf die 4. sich hoch oder wie haben die das gemacht? Wir haben auf 4 hochgestockt, weil, naja, weil sie, wie gesagt, entweder die kommen auf diesen großen Lock-Spikes, die können da hoch. Das ist nicht so, dass die sterben, ich dachte, wenn die sofort dran. Dann, okay, dann machen wir, ja, das ist natürlich blöd. Also wir müssen 4, sollen. Wir müssen bis zu 4 hoch. Ja, oder wir hauen die Lock-Spikes weg. Nee, die sind schon ganz gut, also das wäre jetzt als auch die Kleinen? Fatal. Wahrscheinlich halten sie länger. Ich mach nochmal 100er Rebar. Ich fühle mich einfach auch mit 4 wohler und wir müssten ja dann eh nochmal einen drüber bauen, also diese Rampen müssen wir zum Beispiel für die Kreicher, dass sie nicht hochkommen, ja. Dann müssen wir einmal drumrum einmal diese Holzdinger daran pappen. Ja, das ist klar. Sonst hat die Mauer wenig Effekt. Gut, die würden jetzt über die Mauer fallen, dann in die Spitzen und da irgendwann verrecken. Aber ist natürlich blöd, wenn sie dann schon... Der Innenhof sollte ja die letzte Bastion sein, ne? Nicht... Problem wird endlich Spucker sein. Wir haben das gemerkt. Wir hatten die nächste Horde, Tag 28. Und da waren einfach eine Menge Spucker dabei, die dann Aua gemacht haben. Das ist sowieso, das wird ein Problem. Die Spucker sind ein Problem in der heutigen Gesellschaft. Ja. Wie Fischkopf so schön sagen würde. Ja, da hat er aber auch recht. Der spielt das ja nicht mehr. Nee, das stimmt. Das ist total schade. Eigentlich, wenn man es mal so genau nimmt. Naja, nein, ich meine... Nein, ich brauche Clay. Oh Gott. Man muss erstmal einen Zugang zu sowas finden. Oh. Was, wo? Niemand. Was, wie? Nee, die Schreierin war hier irgendwo neben mir. Ja, die... Ah, jetzt ist schon dort. Leer. So, das packe ich da mit drauf. Muss ich nur gucken, wo ich hier von der... Ah, hier. Fort, was sieht mir jetzt... Ah, oh, die Pipes. Jolle, Kind, was machst du denn? Wie sieht's denn aus? Kann ich irgendwas aufwerten? Hast du was für mich? Concrete Mix oder... Ja, oder Reaver 700. Frames? 700 habe ich jetzt. Okay, willst du mir was geben? Dann kann ich schon mal anfangen. Mhm, muss aber nach unten kommen. Ich bin, wie gesagt, jetzt gerade dabei, nochmal Öfen zu machen. Ja, kein Problem. Oh, ich tippe doch nicht zu lange. Das ist doch. Ich tippe ganz kurz drauf.
Also das kann eigentlich nicht sein. Oder mein E klemmt. So, jo. Zack, der Erste. Hier. Huch. Na, komm schon. Aber bei mir funktioniert das zum Beispiel nicht mit dem Rausziehen oder überhaupt die Objekte anfassen. Immer nach unten. Also unten zwischen die Buttonbar und... Naja, geht's eigentlich aber auch nach rechts geht's so. Bei mir nicht. Ich kann das immer nur nach unten wegziehen. Warte mal, also das... Geht nach links geht. Nach links. Nee, auch nicht so ganz. Reaper Frames? Achso, ja, hier bitte. Nimm dir. Gut. Danke. Dann mach ich jetzt mal weiter. Und ich mach mal hier ganz viele Steineöfen. Ach, siehst du, das funktioniert schon wieder nicht. Diese Buttons hier. Zack. Zack. Kohle. Da. Stein, 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 Stein. Für zwei, für drei. Hm. So. Das wären jetzt tatsächlich nur Zementöfen, ne? Und rein da. Huch! Nicht Stein wegschmeißen. Nicht dein Ernst. Da! Jetzt fehlt mir wieder Holz. Ich hole Holz. Ich weiß, dass drin noch Holz ist in den Kisten, aber... Nein! Ach komm, dann packe ich das eine hier zurück. Soll ich dir welches bringen? Ich hau noch ein paar Bäume, es passt. Mach dir keinen Kopf. Turn on. So. Alles nur Zement. Wir haben 5 Öfen, nur für Zement. Vielleicht ein bisschen spät, ja, wir wissen es, aber... Was willst du machen? So. Na gut, unser Problem wird eher sein, dass wir das in der Zeit gecraftet kriegen, weil du bist die Einzige, die das craften kann. Ja, und die Öfen brauchen halt auch extrem lange, ne? Ich kann ja hier nicht immer stehen und... Das stimmt. Vielleicht auch mal was anderes machen. Weißt du was? Ich gehe jetzt eine Runde jagen. Ich habe keine Lust mehr auf diese Öfen. Du kannst ja unterwegs das craften, was möglich ist. Ist doch jetzt schon. Ich hole es quasi aus dem Ofen, dann crafte ich es weg und dann warte ich wieder, bis die Öfen mal ein bisschen was rausspucken. Ne? Kann doch so nicht weitergehen. Das geht so nicht weiter. Mal brutzeln und mach lieber was Vernünftiges. Wo waren wir denn noch nicht? Wollte ich noch mal gucken, das wie viel... Das können wir uns noch nicht aus. 10. Ich gehe mal nach 20. Da hinten. Wie, was 20? Level 20? Ich gucke jetzt... Nein, wie viel... Nee, 10. Ich wollte gucken, wie viel Zement man reinkippen muss, damit er um eine 10. Stufe aufwertet. Aber es sind 10, tatsächlich aber das, 10. Das kommt einem... Du hast ja 700 von dem Zeug, ne? Also kannst du ja prinzipiell 70 Blöcke damit machen, aber das haut irgendwie nicht hin. Das kann mir keiner erzählen. Naja, das sind doch viele hier auf die Länge, ne? Die man hier... Ja, das kann mir irgendwie keiner erzählen, dass... Naja, unsere Seitenteile sind ja, was ich, 30, 40 Stück. Also, weißt du, du kriegst gerade eine Mauer aufgewertet damit. Ja, Oh, ich bin der König der Welt! Schön, schön hier oben. Hier ist dieses richtige Waldgebiet. Toll. Das richtige Waldgebiet? Das richtige mit den fetten Kiefern und das ist so ein bisschen das andere grünliche Biom. Wir haben da, das sieht man an diesem Picking, glaube ich, und Puzzeln an der Karte. Aber frag mich nicht, diese ganzen Punkte. Oder, ach nee, das sind die Steine, ne? Na, ist auch egal. Ich rede, hör mir nicht zu. Was? Red wieder Blödsinn. Ich habe auch noch nicht mal Kaffee getrunken. Sowas kannst du doch nicht mit mir machen. Oh, ich habe was Schönes gefunden. Wie viele Kreischerinnen da kommen, ne? Schon wieder eine da. Oh, eine Pistole. Eine richtige. Eine echte. Eine echte. Eine echte Pistole. Der Stiefvater von Nils, also von meinem Männe, der ist ja Jäger. Mhm. Und der hat auch allerlei Krams an seinen
Gehäuse, dann muss das ja immer vorschriftsgemäß trennen, ne? Du musst die eine und du musst die Munition irgendwie im Safe bewahren und die... Ja, muss man gerade aufbewahren. Genau, sein. Die dazugehörigen Waffen dann eben auch nochmal. Und der geht dann auch mal regelmäßig auf seinen Schießstand, aber ich zum Beispiel persönlich habe noch nie mit einer Waffe geschossen. Ich war sogar damals im Schützenverein. Aber ich bin kein Amokläufer und ich bin Zivildienstleistender, also von daher... Also hast du schon mal mit einer Waffe geschossen? Ja. Jetzt musst du ja auch, ne? Der war ja beim Bund. Der war Grenadier. Ja, der musste das auch. Nee, für mich war schon immer klar, Zivildienstleistender, das war mir schon von vornherein klar. Mhm. Weil ich in Anführungszeichen was Sinnvolles machen wollte. Also ich habe auch Freunde, die waren über mehrere Jahre bei der Bundeswehr verpflichtet, ja. Das finde ich auch gut, wenn man das ohne jetzt zu sagen, ich mache nur die Grundausbildung, weißt du, weil es kürzer ist als Zivildienst, das war ja damals so. Ja. Ich glaube, Bundeswehr, ich war 18 Monate oder 15 Monate und Bundeswehr dann irgendwie 3 Monate kürzer. Wenn man das jetzt eine Laufbahn dort macht, eine Ausbildung und so, dann halte ich das für absolut sinnvoll, weil ganz ehrlich, jetzt im Verteidigungsfall, der wahrscheinlich nicht kommen wird, aber dann habe ich lieber jemand, der das mit Sinn und Verstand gemacht hat, als jemand, der sagte, hey, meine Grundausbildung war kürzer, weißt du so. Ja. Das finde ich halt irgendwie, fühle ich mich sicherer, wenn das einer richtig lernen wollte. Also wir hatten auch so einen Kumpel, der das länger gemacht hatte, war richtig Berufssoldat, ne, inklusive irgendwie Afghanistan-Aufenthalt und sowas. Also es war schon heftig, denn... Ja, dafür ist er da. Ich meine, ist ja nicht dafür da, Sandsäcke zu schleppen oder Bier zu saufen. Nee, das war auch wirklich sein Ding, ne? Das wollte der immer machen und der war auch gut darin. Aber also wir kannten, also ich persönlich, das war ein Freund von meiner Mutter damals. Ich persönlich hatte jetzt eh nicht so wirklich viel mit dem zu tun. Aber wenn das dann schon immer mal so ein bisschen hörst, dann graut es einen ja doch. Ne? Du meinst jetzt dann, dass der Einsatz passiert? Ich glaube, da hat keiner Bock drauf, aber im Endeffekt gehst du zur Bundeswehr, um dann Der sprach auch so total enthusiastisch halt immer von seinem Beruf und der hat das geliebt. Ne? Das war wirklich so einer, der das, ich find das, der gut. Das total mochte. Also ich bin mehr für Frieden und hatte eher die Friedenstaube auf dem Bett kleben und Atomkraft an der Anker und so ein Kram. Ne? So bin ich eher aufgewachsen. Ich finde es aber gut, wenn jemand von was überzeugt ist und das Überzeugung macht, anstatt irgendwie nur seinen Vorteil zu sehen. Also, weißt du, so. Ich finde zum Beispiel auch, dass jemand ein Polizist wird, kann ich persönlich nicht großartig nachvollziehen. Also, ich verstehe das und ich habe da einen heiden Respekt vor, weil so ein Standard-Streifenpolizist, ja, der hat ja schon ziemlich viel mit Arschlöchern zu tun. Und dass der sich für die paar Kröten, weil so gut bezahlt ist er ja auch nicht, da den ganzen Stress antut, da muss ich sagen, habe ich manchmal einen heiden Respekt vor. Auf jeden Fall. Meine Mutter wollte immer, dass ich Polizistin werde. Ja, du wärst Polizistin. Naja. Wenn du so ins Kommissariat gehst oder sowas, also richtig Kriminaltechnik machst oder so, ich glaube, das kann ganz spannend sein. Ja, das ist spannend. Ja, das... Aber so als Streifenpolizist, ich meine, du siehst ja manchmal im Fernsehen, gibt es ja diese Toto und Harry hat's angefangen. Also diese Serien, wo man sieht, wie so ein Polizistenalltag aussieht. Und das ist ja noch der schöne Teil, ja. Also der... Weißt du, also, oder nicht der schöne Teil, aber das ist ja noch der Teil, der gesellschaftsmäßig vorzeigbar ist, ja. Aber dass du Stress hast und du darfst ja nicht sofort jeden umknüppeln, ne? Auch wenn er dir tierisch auf die Eier geht. Natürlich es gibt, nicht. Es gibt einen ganz guten Film, All Cops Are Bastards, ACAB. Ja, dieser typische Spruch von der französischen Bereitschaftspolizei, die so am Wochenende im Stadion sind, oder? Und da ihren Dienst tun. Und das ist ein Spielfilm, ist keine Reportage oder sowas. Und da geht es auch darum, dass die mal durchdrehen in einer Situation. Du musst aber auch unterscheiden. Also Bereitschaftspolizei ist das ja dann meistens. Aber ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. Und eben noch die andere Polizeiverwaltung. Ne? Also da sind irgendwie schon Unterschiede zwischen Bereitschaftspolizei und eben. Ja, das schon. Was der Film mal ganz gut zeigt, ist, dass du, er hat das so erklärt, die stehen im Stadion und werden angerotzt, weißt du, von den Fans und die dürfen halt nichts machen. Der darf den nicht umknüppeln, weil er angespuckt wird, weißt du, ist ja auch unverhältnismäßig. Ja. Und diese Situation, und das muss man sich einfach nur mal vorstellen, ja, ich bin kein Linker, ich bin kein Rechter, ich bin kein Pro-Bulle oder Kontra-Bulle, das überhaupt nicht, weil es gibt, glaube ich, in jedem Beruf gibt es unterschiedliche Typen, ja. Es gibt auch richtige Arschloch-Bullen, die ich auch selber schon erleben durfte.
Aber wenn du halt so eine Situation hast, wo du in so einem Stadion stehst und die Aggression von irgendeinem so durchgedrehten Hul da abgeht und du darfst dich nicht wehren, wenn der dir voll ins Gesicht rotzt. Ja. Also ich meine, da musst du schon da stehen und denkst, Alter, ich schlag dir die Zähne aus. Weißt du, und so muss man halt sich da reinversetzen können, meines Erachtens, ohne jetzt irgendwie das zu werten oder sowas in der Art. Und der Film, der zeigt das ganz gut. Auch wenn es ein Spielfilm ist, ist es natürlich... Ne? Aber das zeigt auch so ein bisschen, weil die sind dann halt auch hart an der Illegalität, ja, und ja, üben dann innerhalb der Polizei dann auch Justiz, also, weißt du, anonym irgendwie einen da weggemacht und so weiter, was natürlich auch nicht richtig sein kann, aber jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil ich so viel davon rede. Aber ein guter Film, All Cops are Bastards, ich glaube, ein französischer Film ist das. Der fand ich ziemlich cool, weil man da so ein bisschen auch die andere Seite sieht. Und ich versuche bei allem, was ich mir angucke, auch immer die andere Gegenseite zu sehen, weißt du? Was ist los? Zum einen wollte ich dir gerade schon mehrere Sachen mitteilen, aber wir waren ja ganz ins Gespräch vertiefen. Warte, lass mich erstmal ausholen. Das ist eine ganze Story, die ich hier gerade. Da hinten. Das ist eine ganze Geschichte, die ich hier gerade erlebt habe. Also zum einen habe ich dieses eine Häuschen mitten in der Buxtehude JWD ganz weit draußen gefunden. Und sehe dann so, das ist unsere Anfangsbude. Weißt du noch, mit den zwei Campfeiern und so, wo wir uns den Arsch abgefroren haben? Ja. Ja, das ist die. Da habe ich gerade schon sehr nostalgische Gefühle bekommen. Und währenddessen du dann weitergequatscht hast und ich auch, bin ich dann nach draußen und habe zufällig einen alten Erdbeer bekannt getroffen. Gesehen. In ja, Waldzombie. Mann, auch ist ja, das war vielleicht ein Tag, ja. Genau. Nein, und dann habe ich einen alten Airdrop gefunden und habe außersehen doppelt auf, habe halt leider doppelt irgendwie E geklickt. Das heißt, das ganze Zeug flog, als wäre es explodiert, durch die Gegend. Das sah richtig witzig aus und dann habe ich es noch versucht einzusammeln. Und dann hat mich noch ein Zombie angefallen, hier dieser fette, da habe ich mich halt erschrocken. Es tut mir leid, deswegen wollte ich nicht unser Gespräch stören. Das war zu schön. Nein, was ist das da? Was kraucht da? Ist ein Bär? Nee. Oh, wieder ein Schweinebär. Zombie-Töse. Oh, Minias, was ist denn heute los? Ich krieg's nicht hin. Glaubst du, dass ich die mal treffe? Ja, ich weiß ja nicht. Bin echt zu doof. Sag mal, habe ich einen Spike Club gelernt? Jetzt muss ich mal echt überlegen. Du, ich hab noch eine für dich. Ich hab noch Spike Club, eine blaue. Eine blaue, ach so, die ist cool. Die hab ich dir nicht geben wollen. Was? Ich kann mich erinnern, dass du dafür meine goldene Barbwire bekommen hast. Meine golden, hast du gehört? Golden, die wird immer besser. Was ist los, Schwein? Bleib stehen, Schwein. Ich sehe mein Fadenkreuz nicht. Ich hab 44 Grad und ich bin zombitös. Also fahren halt. Ist die Sau schon wieder geflogen? Oh, was ist denn hier los? Die saut den... Das ist die Sau geflogen? Die Sau ist kaputt. Screenshot-Time. Ja, die Sau ist geflogen, genau. Mit allen Vieren hoch und... Oh, da ist ein Bär. Guck mal, sie wirst du nicht sehen. Ich hab ne? den Bären erwischt. Wird nur bei mir so aussehen, die Sau. Der kommt da hier nie und nimmer hoch, oder? Mutantensau, du! Oh, Olle. Oh, er kommt hier hoch. Oh, out! Minjas! Was? Ja, ich komme. Oh ja, bist du tot? Fuck. Da ist ein Mist. Bär. Ja. Da mische ich mir jetzt mal nicht ein. Bär ist gut, Fressi, ist kein Problem. Oh nein, mein Rucksack ist gerade in dem Moment irgendwie weggebackt, oder? Nein, der ist hier. Der liegt hier. Ich sehe ihn hier oben liegen, am Berg. Okay. Wollte mich da jetzt noch nicht einmischen. Was will ich denn? Was will ich denn unten bei den Öfen? Das ist schon der allgemeine Weg, ne? Ich warte hier auf dich. Wo ist der Kadaver hin von der Sau? Ja, die habe ich gerade. Nee, bei den Bären ist noch eine Sau. Ach so. Da ist auch noch eine. Ist das hier der Schatten? Und der Bär ist schon hart angesoftet, also wenn du willst. Ach, hier oben, wo ich die Sau erschossen habe, ja, liegt der Kadaver. Das ist ja interessant. Das ist halt echt noch ein bisschen... Hast du im Exploding Crossbow Balls einstecken? Ja. Nee, im Rucksack. Aber den können wir gleich damit, wenn ich an meinen Rucksack komme, neun Stück. Den Bären... Können wir mal probieren. Habe ich mir mal geatzt. Was? Minjas! So, jetzt rede ich mit dem Bär explode. Ganz kurz nochmal. Über bitte. Töten und getötet ich werden. Ich muss das sehen, come on, bitte. Ich bin ja gleich da. Wo ist er denn? Ich bin da. Ich bin da, bin da, bin da, bin da. Und den Rucksack.
Ich hab mir die neuen Crossbow-Balls, die explodieren. Ja, hast du dir noch was genommen? Nein. Hast du gesehen, was ich da alles drin hatte? Ja, aber ich bin da... Ein Traum, ne? Ich hatte primär jetzt die Explosion im Kopf. Wo ist der scheiß Bär hin? Ich will ihn explodieren sehen. Weh, das muss ich anziehen. Ich hab Angst, dass ich wieder irgendwie einen Stein oder sowas... Weißt du, oh, eine Sau. Nee, doch nicht ein Bär, weißt du? Das ist die haarige Sau. Die haarige Sau. Ist denn der Bär hin? Der ist doch hier hoch. Hast du den angeschossen? Ja, ja. Dann ist er wahrscheinlich, da unten ist eine Sau. Dann ist er wahrscheinlich verblutet. Da unten, irgendwo im Osten war die Sau. Ja, ja, im Osten habe ich sie gerade rennen sehen, da gehe ich jetzt hin. Oh, nein, nein, nein. Wo ist denn der Bär jetzt? Keine Ahnung, ich denke, dass er verblutet ist. Wenn du ihn angeschossen hast, ist er wahrscheinlich verblutet. Da ist er doch. Was, da wo? Ist er doch. Ich komme. Der ist direkt hinter dir. Achtung, stopp, 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 der ist direkt vor dir. Vor dir? Warte mal, ich schieß mal hin. Ah, ich sehe ihn, ja, ja. Warte, der muss zu mir, komm runter bitte. Ich kann sonst nicht schießen. Ja, ich komme ja schon, Minias. Ich will mir bewusst wieder nicht die Haxen brechen. Bin gerade gestorben, weil ich da runtergeflogen. Boah! Boah! Und es hat Zoom gemacht. Wie geil, voll den Satz. Achtung, oh, hinter dir. Voll den Satz. Wie das aussah. Wie geil. Das gefällt mir gut. Davon müssen wir mehr machen. Voll in den Arsch geschossen. Das Ding hat voll den Überschlag gemacht. Wie cool. Ich hab nur drauf gewartet. Oh, ich hab's aufgenommen. Ich mag's. Das sah von hinten wirklich schön aus. Ja, mit diesen schönen Bildern sind wir schon wieder am Ende einer Folge. Ja, ihr Lieben, das... Das war schön. Oh, was war denn das? Die Verzögerung. Morgen? Ja, morgen. Morgen erleben wir dann auch den 21. Tag, ne? Aber noch ist es ein bisschen hin, ne? Ja. Wir werden dann... Oh, hier ist noch ein Hase. Komm, Minias, den Hase nehmen wir noch mit hier. Und... Hab ich dich erwischt? Nein, leider nicht. Dann muss das warten bis in der nächsten Folge von den Wasteland Stories, ihr Lieben. Wir sind ja mal weg. Tschüss mit Öl. Bis dahin. Und hoffentlich seid ihr das nächste Mal wieder mit dabei. Tschüss. Dann.